Geht ab, meine Krypto-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Ich habe heute krasse Charts zur Makrolage mitgebracht, ja? Charts, an die man nicht so einfach kommt, ja? Wo die Notenbanken entsprechend auch zurückhaltend sind, solche Daten zu veröffentlichen. Ich habe sie euch heute mitgebracht, damit du immer besser verstehst, wie der Hase läuft in unserem Währungssystem. Außerdem schauen wir natürlich auch wieder in die Kryptomärkte rein. Zum Bitcoin und zu den Altcoins habe ich auch sehr, sehr interessante Charts mitgebracht. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir erstmal rein. Zunächst erstmal, was die Makrolage angeht. In Deutschland sind neue Daten rausgekommen zu den Einzelhandelsumsätzen. Und was sieht man hier? In Deutschland läuft es wunderbar. Ja? Es geht nämlich in eine Richtung, leider in die falsche, nach unten. Ja? Aber gut, so ist es halt. Ja? Ich denke hier die 1,9%, das ist natürlich schon heftig. Hier die monatliche Veränderung der Einzelhandelsumsätze. Und das spiegelt auch so ein bisschen das Bild vielleicht des Verbrauchers wieder, die Stimmung der Verbraucher, die hier schon merken, dass es am Geldbeutel einfach kratzt. Ja? Jetzt kann man sich fragen, naja, wieso schauen die Politiker da die ganze Zeit zu? Es geht ja hier schon seit 3 Jahren bergab. Ja? Schauen die zu? Wissen die das nicht? Oder woran liegt das? Ja? Da sage ich dir doch, die wissen das ganz genau. Die wissen ganz genau, was sie machen. Dementsprechend, aus meiner Sicht, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es ist Inkompetenz, ja, was viele denken. Aus meiner Sicht ist es eher die andere Variante. Ja. Jetzt kannst du dir überlegen, wie ich das meine. Gehen wir weiter. Und zwar, hier ist ein interessanter Chart. Und an diese Daten kommt man sehr, sehr selten, weil die EZB sehr geizig mit solchen Informationen ist. Warum ist sie wohl so geizig mit solchen Informationen? Damit du möglichst nicht verstehst, wie der Hase läuft. Aber weißt du was? Ich habe dir den Chart mitgebracht und hier wird jetzt immer klarer, was die EZB für ein Spiel spielt. Und zwar, wir sehen hier die Anleihekäufe der EZB und zwar von den einzelnen Mitgliedstaaten. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie die Regierungen finanziert, ja? Weil wenn jetzt Italien hier in Rot beispielsweise Staatsanleihen ausstellt, bedeutet das nichts anderes, als dass ein Zettel Papier ausgefüllt wird. Hier Staatsanleihe wird draufgeschrieben, will ein paar Milliarden haben und die EZB druckt das und überweist das an die italienische Regierung. So läuft der Hase. Und das bedeutet, die italienische Regierung wird hier am meisten finanziert von der EZB. Natürlich alles in Relation zum BIP, ja? Und ja, ist letztendlich auch nicht verwunderlich, ja, Italien steckt im Prinzip seit Jahren in einer Rezession, ja, man tut sie zwar so ein bisschen wegdrucken, diese Rezession, ja, das kann man eine Weile machen, früher oder später, wird aber die Kaufkraft so krass erodieren in der Eurozone, nicht nur wegen Italien, sondern auch wegen den anderen Ländern, die hier finanziert werden, beispielsweise Spanien, die südeuropäischen Staaten natürlich ganz stark vorneweg. Ja. Wir sehen auch Frankreich, Deutschland, aber auch die Niederlande in Gelb und Griechenland. Ja. Und da sehen wir letztendlich, wie die Aufteilung ist. Und die EZB ist da sehr, sehr zurückhaltend. Christine Lagarde spricht da nie drüber auf der Pressekonferenz. Ja, sie spricht zwar über Anleihekäufe, aber nicht in welchem Maße, von welchen Ländern und dass das ja eigentlich eine Staatsfinanzierung ist, die ja laut EZB-Statuten verboten ist. Aber du siehst, die Institutionen halten sich selber nicht an die Regeln, die aufgestellt wurden bei der Gründung der EZB. Und dementsprechend, Staatsfinanzierungen sind verboten und dementsprechend, sie halten sich selber nicht dran. Warum? Ja, weil es kurzfristig einfach optimal ist, die ganzen Probleme wegzudrucken. Ja? Und ja, dementsprechend ist das letztendlich dieses Währungssystem, in dem wir drin sind, kann man vergleichen mit einem Ponzi-Scheme, was früher oder später zerbröselt. Ganz einfach ist das. Und wem ist das geschuldet? Das ist natürlich, liegt schon in der Geburt des Geldsystems inhärent drin, das habe ich schon gesagt.
Und natürlich ist es auch den Politikern und Notenbankchefs beziehungsweise denjenigen geschuldet, die die Notenbanken kontrollieren. Ja, das sind ja nicht die Chefs nach außen, die die Notenbank kontrollieren. Christine Lagarde, ob die Notenbank kontrolliert? Und dementsprechend ist hier kein Wunder, dass der Euro immer mehr an Kaufkraft verliert. Und das spüren die Menschen im Geldbeutel. Und dementsprechend ist auch kein Wunder, dass die Einzelhandelsumsätze immer weiter zurückgehen, ja, weil einfach die Nettogehaltssteigerungen nicht Schritt halten mit dem Kaufkraftverlust der Menschen. Ja. Also ganz, ganz spannender Chart. Kannst du mal selber versuchen zu googeln. Ist ziemlich schwer zu bekommen, diese Daten. Gehen wir weiter und wir haben hier auch weitere Neuigkeiten und zwar die EZB fängt jetzt an, die Geldmenge immer mehr auszuweiten. Wir haben das schon gesehen und zwar letztes Quartal 2023 hat sie angefangen. Ja? Die Fed macht das ja schon viel länger in einem viel krasseren Maß, aber die EZB hat leicht angefangen gegen Ende letzten Jahres und wir sehen hier aus dem Januar waren es noch eine Steigerung bei 0,1. Jetzt sehen wir die Steigerung auf 0,4 hochgehen und das bedeutet, die Geschwindigkeit der Geldmengenausweitung nimmt hier wieder zu. Das bedeutet, der Money Printer läuft immer heißer. Ja, und letztendlich, was ist dann die logische Konsequenz? Wie sieht es dann mit der Inflation aus in 12 bis 18 Monaten und so weiter und so fort? Ich denke, du weißt, wie der Hase läuft. Gehen wir weiter. Übrigens, Money Printer, vielleicht noch ein Punkt dazu. Und zwar auch die Chinesen. Hier haben wir eine Info, dass Xi Jinping quasi gesagt hat, die Notenbank soll doch bitte mehr Staatsanleihen kaufen. Was im Prinzip bedeutet, hey, ich brauche Kohle, könnt ihr mit bitte Geld drucken. Ich brauche Geld, ja, ist mir egal, ob dann Inflationsschübe kommen und die Kaufkraft erodiert. Ich brauche Geld, damit das Volk kurzfristig zufrieden ist. Ja. So läuft der Hase. Gehen wir weiter. Und apropos Staatsanleihen und hier auch wieder einen sehr, sehr seltenen Chart. Ja, den findet man schon einfacher, weil die US-Notenbank ein bisschen transparenter ist, aber nur ein bisschen. Ja. Und was du hier siehst, wer finanziert eigentlich die US-Regierung? Wer kauft denen eigentlich die Staatsanleihen ab? Ja, weil die US-Regierung, wenn sie Geld braucht, füllt einen Zettel aus und sagt hier 100 Milliarden. Wer gibt mir das Geld? Und jetzt schauen wir mal, wer gibt denn der US-Regierung das Geld? Und da sehen wir zuerst die Fed. Oh, Wunder! Die Notenbank! Die Notenbank kauft die US-Staatsanleihen. Und wir sehen hier mit großem Abstand vorne. Dann sehen wir, auch Japan gibt der US-Regierung Geld. China auch. United Kingdom, das sind eigentlich die vier größten, wobei die US-Notenbank mit am größten ist letztendlich. Ja? Und dementsprechend auch die anderen Staaten sind voneinander abhängig und hängen da ein bisschen mit drin, was eigentlich an der Stelle tatsächlich mal gar nicht so schlecht ist, weil sonst würden die globalen Spannungen immer stärker und noch schneller eskalieren zwischen China und USA und so weiter und so fort. Ganz interessant finde ich hier, und zwar in der Liste, dass Deutschland nicht dabei ist. Und das ist tatsächlich mal eine gute Neuigkeit, ja, dass sich da Deutschland zurückhält, die US-Regierung zu finanzieren, denen Geld zu geben. Was wir hier auch sehen, ja, ist im Prinzip nochmal grafisch dargestellt, das Ausmaß, was die US-Notenbank übernimmt. Oh, und oh Wunder, wer hier den Verlauf kennt, naja, ähnelt der vielleicht der Bilanzsumme der US-Notenbank? Fragezeichen. Ja, also so sieht man es jetzt immer klarer, das Bild. Und was wir hier auch sehen, und zwar einen weiteren Chart zur Geldmengenausdehnung. Und zwar, es sieht ja auf dem Balance Sheet der US-Notenbank so aus, als geht die Geldmenge immer weiter zurück. Und deswegen habe ich gesagt, schaut nicht aufs Balance Sheet, das trügt. Schaut auf die Netto-Liquidität. Die Netto-Liquidität hat angefangen, Anfang Oktober 2022 zu steigen. Seitdem schießt die US-Notenbank Geld ins System, tut aber auf der Pressekonferenz, auf dem FOMC-Meeting so,
dass er das ja gar nicht macht. Wir sind in einem Tightening, in einer Straffung der Geldpolitik. Ja, Jerome Powell, wir haben dich durchschaut. Was wir noch sehen ist, und zwar hier die Geldmenge von der US-Notenbank M2 Jahr über Jahr. Und oh Wunder, seit Oktober 2022 geht die hier entsprechend wieder nach oben. Was für ein Wunder. Ja, woran das wohl liegt, obwohl das Balance Sheet ja eigentlich zurückgeht? Das ist so eine Frage, die könnte man mal Jerome Powell auf der Pressekonferenz doch mal stellen. Aber irgendwie stellt da keiner der Reporter diese Fragen. Woran liegt denn das? Haben die alle Angst? Oder wissen die es nicht? Also, ich kann darüber tatsächlich inzwischen nur noch lachen, ja, weil es im Prinzip auch so simpel ist letztendlich, wenn man das Spiel verstanden hat. Und zwar, hier habe ich auch nochmal hingeschrieben, als Jerome Powell während dem US-Meeting gefragt wurde, während der Pressekonferenz von dem FOMC-Meeting, das war ja letzte Woche, über die loseren, also die laxeren Financial Conditions, weil eben Geld ins System geschossen wird. Da hat der Powell versucht, das Ganze so ein bisschen zu verwischen und hat gesagt, naja, es hängt davon ab, auf welchen Chart du schaust. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter, und hat dann relativ schnell das Thema gewechselt. Da machen wir es doch mal so. Da schauen wir doch mal auf den Chart von der US-Notenbank selber. Und was sehen wir da? Schau mal da rein. Financial Conditions. Wenn die nach unten gehen, werden sie loser, also lockerer, die Geldpolitik. Wenn sie nach oben gehen, wird die Geldpolitik straffer. Und was sehen wir hier? Oh Wunder, seit Oktober 2022 geht es hier in eine Richtung, nämlich zu einer lockereren Geldpolitik, immer stärker. Das heißt, die US-Notenbank, die sich vorne so darstellt, naja, wir haben ja eine straffe Geldpolitik, die Zinsen sind hoch, das Balance Sheet geht zurück, ne? Genau die schießen durch die Hintertür Liquidität ins System, dadurch werden die Financial Conditions lose, lax sozusagen, weil wir von einer lockeren Geldpolitik sprechen. Das Ganze überkompensiert die Zinspolitik. Warum? Weil die Financial Conditions eben beides enthält. Und zwar die Zinspolitik, die Zinssteuerung und die Geldmengensteuerung. Und da das hier, obwohl es beides enthält, entsprechend immer mehr Richtung lockerer Geldpolitik geht, bedeutet das, dass die Liquidität, die in die Märkte geschossen wird, über die Hintertür, die hohen Zinsen überkompensieren. Das ist der springende Punkt. Wenn du den verstanden hast, ich glaube, dann hast du auch verstanden, warum die Aktienmärkte nach oben gehen. Ja? Weil wenn die Financial Conditions lockerer sind, ist mehr Liquidität in den Märkten. Das bedeutet, es wird mehr Nachfrage erzeugt, die Aktienmärkte schießen nach oben und so weiter und so fort. Ja? Und das ist der Punkt. Und wenn wir hier noch die Frage stellen, und das war tatsächlich nur ein Reporter, der zu dem Thema eine Frage gestellt hat, ja, zum Thema Liquidität in die Märkte schießen, Financial Conditions und so weiter. Immerhin ein Reporter hat so eine Frage gestellt, ja, was ist denn mit den Financial Conditions, die werden doch immer loser. Und da hat er geantwortet, na, die gehen mal hoch, die gehen mal runter, kommt drauf an, auf welchen Chart du schaust. Und dann ist er schnell das Thema gewechselt. Ja. Geil, oder? Also so läuft der Hase. Finde ich interessant. Deswegen sage ich auch, schau dir gerne mal diese FOMC-Meetings an und schau dir hier die Daten an, dann ist ziemlich klar, was hier los ist. Ja? Und dementsprechend, höre nie auf ihre Worte, schaue auf ihre Taten. Und danach investierst du. Ja? So, ich hoffe, dass ich das soweit gut rüberbringen kann. Schauen wir die Unterschiede jetzt nochmal in der Geldpolitik an zwischen der US-Notenbank und der EZB. Und deswegen weißt du auch, warum die Eurozone hier eher in einer Stagnation, teilweise in einer Rezession ist und die US-Wirtschaft scheinbar nach außen ziemlich gut läuft. Warum? Weil die Amerikaner den Money Printer einfach stärker benutzen. Ja, der Money Printer letztendlich, der sorgt dafür, dass Liquidität in die Märkte fließt, in die Wirtschaft fließt. Dadurch erhöht sich die Produktion, die Aktienkurse schießen nach oben und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt schauen wir uns die Liquidität
bei der EZB an und die arbeitet eben viel weniger damit. Im Gegenteil, sie hat jetzt hier, und zwar Anfang, Ende 2023, Anfang 2024, wird es jetzt hier wieder nach oben gehen. Ja, aber sie arbeitet mit viel, viel weniger mit der Liquidität im Vergleich zur US-Notenbank. Und das ist dann der Unterschied, warum die US-Wirtschaft so gut läuft und die Wirtschaft in der Eurozone so schlecht. Das bedeutet, jetzt meine Frage an dich, ist es vielleicht bewusst gewollt, dass die Eurozone so schlecht läuft und die US-Wirtschaft so gut? Weil letztendlich könnten ja im Prinzip genau die Notenbanken entscheiden, hier möchte ich eher eine Rezession haben in der Eurozone und in den USA möchte ich eher einen Boom haben. Wer versteht, wie die Zusammenhänge laufen, dem sollte das ziemlich klar sein. Und das bedeutet, die Rezession in der Eurozone hat die möglicherweise die EZB bewusst erzeugt und den künstlichen Boom in den USA hat den möglicherweise die Fed bewusst erzeugt? Fragezeichen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib mir es gerne mal in die Kommentare, deine Meinung dazu. Ja? Das heißt, diejenigen, die die Notenbanken steuern, steuern den Währungsraum letztendlich und die Wirtschaft, damit auch die Prosperität in dem Währungsraum. Ja? Okay, also ich denke, besser als heute konnte ich das Thema kaum rüberbringen mit diesen Charts. Ja? Ich bin selber ein bisschen begeistert, um ehrlich zu sein, weil diese Charts sind nicht immer so einfach zu finden. Ja? Schau mal hier in die USA und wir sehen, 1960 war das durchschnittliche das Einkommen einer Familie bei 5.600 Dollar und der durchschnittliche Preis eines Hauses bei 11.900 Dollar. Schau mal ins Jahr 2023, das durchschnittliche Einkommen einer Familie, also hier um genau zu sein, der Median, ja, liegt 2023 bei 70.700 und die Kosten hingegen liegen bei 416.000. So, jetzt machen wir doch mal einfache Mathematik. 5.600 und wenn wir das mit den 11.900 in Relation setzen, dann ist das nicht mal 2. Ja? Das heißt, das Einkommen mal 2, dann habe ich das Haus. So, jetzt gehen wir in 2023. Das Einkommen mal 2 bin ich bei 140.000. Ja? Schau mal, wo der Preis des Hauses ist. Und das ist genau der springende Punkt, wo ich immer sage, es nützt dir nichts, eine Nettogehaltssteigerung von 2,5% oder 5%, wenn die Inflation jährlich bei 15% liegt. Ja? Schau aufs Balance Sheet, dann weißt du, wie der Hase läuft. Ja? An der Stelle. Und das ist eben der springende Punkt. Und deswegen, den gleichen Effekt haben wir ja hier in Deutschland. Ja, es ist immer schwieriger, mit einem normalen Einkommen sich ein Haus zu finanzieren. Ja? Früher, kannst du ja mal deine Eltern fragen, hat die Hausfinanzierung vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre gedauert. Heute dauert es eher 30, 40 Jahre. Ja? Warum? Weil eben die Relation sich verändert hat von Einkommen zu Immobilienpreisen. Und das ist der springende Punkt. Dessen muss man sich bewusst sein. Wer ist der Verursacher, dass es zu diesen Effekten kommt? Ja? So, und wenn wir den Verursacher kennen, dann kennen wir ja auch die Lösung ab jetzt. Und zwar, schauen wir rein, da sind wir wieder, und zwar beim Bitcoin. Erstmal, bevor wir zum Bitcoin kommen, 2016 hat ein Haus 288.000 Dollar gekostet, 2020 328.000 Dollar. 2024 434.000 US-Dollar. Bedeutet nichts anderes, das Haus per se ist nicht mehr wert geworden, sondern die Tauschrelation hat sich verändert, weil die Kaufkraft des Geldes erodiert wurde durch die Expansion der Geldmenge. So, und wer das versteht, dass innerhalb von so einer kurzen Zeit hier mal 1,5 der Faktor hier draufgekommen ist, ja, innerhalb von 8 Jahren, und dann hier runter schaut und schaut, messen wir das doch mal in Bitcoin-Terms. Da sehen wir,
da haben wir eine brutale Kaufkraftsteigerung. Wir müssen immer weniger Bitcoin hinlegen für das gleiche Haus. So, und jetzt ist doch jeder selber verantwortlich. Ob er sich die ganze Zeit beschwert und oh, die Politiker, das ist doch alles so unfair. Oder ob er sagt, ah, ich habe verstanden, wie der Hase läuft. Jetzt profitiere ich von dem ganzen Graben. Ja, jetzt machen wir das wie die oberen 0,1%. Wir profitieren davon. Ja? Und deswegen sind wir ja hier. In Summe, ja, muss man natürlich sagen, die Notenbanken und die Politiker, die aktuell an der Macht sind, sind die schuld an der ganzen Misere. Da kann man nur sagen, so eindeutig kann man das nicht sagen. Weil letztendlich dieses Geldsystem, das war von Anfang an darauf ausgelegt, also es war inhärent schon drin in dem Geldsystem, dass es früher oder später zu einem Ende kommt. Ja? Weil eben, wenn Fiat Money gedruckt werden kann, ja, entsprechend früher oder später das Ponzi-Scheme implodiert. Das ist auch logisch. So, jetzt haben wir 100 Jahre US-Dollar erlebt und über 20 Jahre EZB. Und es geht hier immer schneller in diese Richtung, dass wir ans Ende der Währungen kommen. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, sind die aktuellen Politiker und die aktuellen Präsidenten der Notenbank schuldig davon? Und da sage ich, schwierig zu sagen, ja, weil was wollen Sie denn anderes machen? Sie haben das Ganze ja nicht gestartet. Das Ganze wurde ja bei der EZB vor 25 Jahren gestartet, bei der US-Notenbank vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren. Und dementsprechend nur die jetzigen verantwortlich zu machen, auch ein bisschen schwierig. Was sollen Sie denn anderes machen? Die sind gefangen in diesem System und die können nichts anderes machen. Ja, das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Ja, man kann die ganze Zeit sagen, die machen das absichtlich oder was auch immer. Was sollen die anderes machen? Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Deswegen bin ich da auch eher etwas zurückhaltend. Aber ich würde es mal so sagen, wenn du es verstanden hast, weißt du ja jetzt, wie du davon profitieren kannst. So, gehen wir zum Bitcoin-ETF. Und was wir hier sehen, gestern wieder einen guten Netto-Inflow, 240 Millionen. Ich würde sagen, schon fast durchschnittlich. Ja. Wir hatten wieder starke Grayscale-Abverkäufe. BlackRock hatte wieder einen sehr, sehr starken oder ein Verhältnis, ja, einen durchschnittlich starken Tag für BlackRock-Verhältnisse. Fidelity, ich glaube, die haben gestern Kaffee getrunken. Ja, hatten einfach keine Lust, was zu machen. Aber ARK Investment, Cathy Wood, die hat hier ordentlich zugeschlagen gestern. Was geht denn da ab? Also von daher, ganz gut soweit, es geht weiter in die richtige Richtung. Sehen wir hier auch im Chart die Nettozuflüsse, 254 Millionen gestern, nochmal visualisiert, dargestellt. Ich erwarte, dass hier die Volumen auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter im grünen Bereich auf einem guten Niveau bleiben. Ja, vielleicht gibt es mal ein, zwei Tage, wo es wieder schlechter läuft, aber in Summe denke ich, dass es hier immer weitergeht. Okay, kommen wir zu den Altcoins. Und zwar zunächst erstmal, der Bitcoin hier auf der linken Seite hat ja das alte All-Time-High gebrochen. Die Altcoins aber noch nicht. Ja? Und zwar, wenn man sich die Altcoins anschaut, dann sind hier viele schon ordentlich gestiegen. Ja? Ich habe natürlich auch in meinem Altcoin-Portfolio einige, die schon ordentlich durch die Decke gegangen sind. Ja. Aber wir sehen in Summe, die Altcoins hinken noch hinterher. Die haben ihr eigenes All-Time-High im Market Cap noch nicht erreicht. Ja. Und dementsprechend muss man hier mit den Altcoins geduldig sein. Ja. Und ich denke, wenn der Bitcoin hier weiter nach oben läuft über die nächsten Monate, dann werden die Altcoins hinterher schießen und das alte All-Time-High brechen und noch viel weiter nach oben laufen. Deswegen, jetzt sind wir so nah dran an der richtigen Entwicklung. Jetzt nicht ungeduldig werden, locker bleiben, zuschauen, zurücklehnen. Wenn Dips kommen, eher überlegen, nachzukaufen, als panisch zu werden. Ja? Ich persönlich muss sagen, ich kaufe inzwischen gar nicht mehr nach. Warum? Weil ich habe vor allem 2022, 2023 investiert. Ja? Und dementsprechend ist Investieren am Ende im Kryptomarkt auch relativ, ich würde mal sagen, nee, ich will nicht sagen langweilig, aber die meiste Zeit hast du eben nichts zu tun.
Und darauf musst du erstmal klarkommen. Ja? Dass die meiste Zeit schaust du einfach nur zu, wie der Markt irgendwie vor sich hin dümpelt und dann mal wieder nach oben geht, dann wird es wieder spannend, dann mal wieder runter geht, ja, und so weiter und so fort. Also von daher, das ist auch ein Punkt aus meiner Sicht. Handeln die meisten zu viel, also sie traden einfach zu viel, machen zu viele Trades, statt einfach ihre Positionen zu halten und dann, wenn der Markt nach oben läuft, Schritt für Schritt entsprechend abzuschöpfen. So, jetzt kamen noch ein paar Fragen zu dem Thema Liquidation Heatmap, ja, und beziehungsweise Liquiditäts Heatmap. Und um das Ganze hier mal zu erklären, ja, immer wenn der Chart gelb anzeigt, bedeutet, hier ist jede Menge Liquidität vorhanden. Das heißt, wenn wir uns hier befinden und hier ist entsprechend viel Liquidität vorhanden, bedeutet, das sind entsprechende Investoren, die hier short gehen, ja. So, und die Wale, die sehen natürlich diese Liquidität hier und die sehen die untere Liquidität hier auch. Ja, und die können entsprechend mit ihren Positionen diese Liquidität abfischen. Wie können sie es machen? Indem sie entsprechend den Markt beeinflussen, nach oben zu schießen. Da haben sie hier entsprechend die Shorts rausgespült und können dann nach unten schießen entsprechend und können entsprechend die Longs rausspülen. Ja, und so können sie natürlich krasse Profite machen, ja. Aber das erzeugt natürlich auch immer wieder diese kurzfristigen Schwankungen. Generell will ich gar nicht so krass auf diese kurzfristigen Schwankungen hier eingehen. Warum? Weil ich da selber gar nicht so stark drauf schaue. Ich schaue es mir zwar an, aber im Prinzip, da ich sowieso auf einen langfristigen Zeithorizont investiere, ja, ist mir doch egal, ob hier der Bitcoin auf 72 oder 69.000 hoch oder runter geht, ja. Ist mir relativ egal. Ich schaue einfach zu und mich interessiert beispielsweise, wenn die 100.000 geknackt werden, beispielsweise vielleicht ja Ende April, müssen wir mal zuschauen. Ja? Aber das heißt, diese kurzfristigen Sachen, das kann man alles verstehen und sich da reinfuchsen. Ich sage aber, wenn du eh den Zyklus ganz normal reiten willst, dann brauchst du doch nicht rumzutraden. Im Gegenteil, die meisten, die traden, verlieren Geld. Und diejenigen, die einfach nur halten, hodeln, die machen meistens die krassesten Renditen im Bullrun. So, apropos Charts. Ich weiß, Männer, ihr, es geht jetzt an die Herren hier in der Runde. Ich weiß, ihr seid geil auf die Krypto-Charts, gar keine Frage. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihr eure Freundin vernachlässigen müsst. Dementsprechend. Macht euch nicht verrückt nach diesen kurzfristigen Schwankungen hier, sondern kümmert euch vielleicht auch manchmal ums Wesentliche. So viel dazu. Ein bisschen Spaß muss immer dabei sein bei der ganzen Sache. Okay, gehen wir weiter. Und wir wollen hier weiter schauen, wo befinden wir uns im Zyklus. Und was wir hier sehen, ist ein weiterer Chart, um die Situation einfach besser einzuschätzen. Und wir sehen hier, die beiden Krypto- oder beliebten Krypto-Seiten, CoinMarketCap, die ich ja auch schon öfters hier gezeigt habe, oder auch CoinGecko. Und da sehen wir, dass die seit dem letzten Quartal oder wenn man es so will, die letzten drei Monate, Dezember bis Februar, hier wieder nach oben gehen von der Traffic her. Ja? Und das sehen wir auch, was die Exchanges angeht. Ja? Also auch auf den Börsen geht der Traffic wieder nach oben. Ich denke, sollte nicht sonderlich verwunderlich sein. Ich habe hier genügend Charts zugeteilt, wo wir im Zyklus stehen. Ja? Ansonsten, was man sich noch bewusst machen muss, hier sind in den letzten 6 Monaten 86 Milliarden rein von Institutionen in den Markt geflossen, die in den vorigen Zyklen quasi nicht mit drin waren. Ja? Ein bisschen zwar am Ende 2020, 2021, aber lange nicht so krass wie heute. Und da sehen wir eben auch hier, was BlackRock und die ETFs entsprechend die Institutionen ausmachen. Ja? Und deswegen, aus meiner Sicht, zieht sich der Zyklus etwas nach vorne. Und deswegen sind wir ein bisschen schneller. Und deswegen gehe ich auch von aus, dass wir schon in den nächsten Monaten ordentlich nach oben laufen werden. Ja, sind die 100.000 dann sozusagen das Limit? Ich sage, das ist nur eine Zwischenstation. Ja? Es wird da Abverkäufe geben, aber
Da bleibe ich auch ganz entspannt. Ich werde da auch nichts nachkaufen. Ich werde da einfach drin bleiben. Vielleicht werde ich auch ein bisschen was verkaufen. Muss mal gucken, wie sich es entwickelt bis dahin. Und ansonsten sitze ich das einfach aus und warte auf die nächste Bewegung immer weiter hoch Richtung 120.000 und so weiter. Das war's zu dem Update von heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir Mehrwert gegeben hat, dann kannst du was zurückgeben, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest als ein Like, dann kannst du das tun, indem du in den Kommentaren eskalierst. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen erkennen, wie der Hase läuft in diesem Geldsystem und immer mehr Menschen diese Chance hier nutzen können. Und du weißt ja, diese Chance ist für alle da, weil jeder kann hier partizipieren, ohne dass andere benachteiligt werden. Ansonsten, wenn du darüber hinaus noch zurückgeben möchtest, dann kannst du das tun, indem du das Video teilst mit den Personen, wo du der Meinung bist, die sollten diese Informationen unbedingt erhalten. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Kanal. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.